Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 33, Beschlussempfehlung der Ausschüsse zu Petitionen, 19/38/16. Wer den Beschlussempfehlungen seine Zustimmung gibt, bitte ich um das Handzeichen. Das ist CDU, SPD, BÜNDNIS 90, alle. Das ganze Haus stimmt zu den Beschlussempfehlungen. Dann können wir auch den Punkt verlassen und hätten noch so ein paar Beschlussempfehlungen ohne Aussprache. Tagesordnungspunkt 26, Beschlussempfehlung Bericht des Kulturpolitischen Ausschusses. Dringlicher Antrag der Fraktion der SPD, Chancengleichheit, Bildungsgerechtigkeit und so weiter und so fort. Berichterstatter Kollege May weiß, dass er verzichtet. Dann kommen wir zur Abstimmung über diese Beschlussempfehlung. Wer ihr seine Zustimmung gibt, bitte um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN dagegen, SPD, DIE LINKE, wer enthält sich, FDP. Dann ist das so beschlossen. 27, Beschlussempfehlung, Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung. Dringlicher Antrag der Fraktion der FDP, Arbeitsplätze K&S. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und DIE LINKE. Wer ist dagegen? Die FDP und die SPD und die FDP. Dann ist sie so mit Mehrheit beschlossen. 28, Beschlussempfehlung Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Energie usw. und so fort, betreffend rechtssichere, tragfähige Lösung für den Ausgleich von Ökologie und Ökonomie am Kali-Standort. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, FDP und DIE LINKE. Damit ist das mit Mehrheit beschlossen. 29, Beschlussempfehlung Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Verkehr usw. betreffend Finanzierung der Bundesfernstraßen. Wer ist dafür? CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, DIE LINKE. Wer ist dagegen? Die FDP. Langt nicht, mit Mehrheit beschlossen. Dann haben wir Nummer 30, Beschlussempfehlung Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Energie usw. betreffend Bundesfernstraßen Hessen engagiert weiterentwickeln. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, DIE LINKE. Wer enthält sich? FDP. Auch so beschlossen, mit Mehrheit. 31, Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Wirtschaft usw. betreffend Zusammenschluss der Deutschen Börse, der London Stock Exchange usw. Wer zustimmt, bitte um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, FDP. Wer enthält sich? DIE LINKE. Damit ist der Antrag beschlossen. Und letzter Punkt, die Beschlussempfehlung. Letzter Punkt, Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Verkehr, Energie usw. betreffend Finanzplatz Frankfurt dauerhaft stärken. Wer ist dafür? CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? Keine. Wer enthält sich? Fraktion DIE LINKE. Damit ist die Beschlussempfehlung einstimmig angenommen. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende. Petition hatten wir schon. Wir sind am Ende. Ganz ruhig bleiben. Wir sind am Ende der Tagesordnung. Ich darf mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken für das gute Miteinander heute. Wie gesagt, wenn es Ihnen gefallen hat, treffen wir uns morgen früh wieder. 9 Uhr geht es weiter. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend. Glück auf und Gottes Segen. Die Sitzung ist geschlossen.